Und da sind wir wieder im nächsten Ligaspiel. Ein Haufen Asche gegen The Wolfpack auf der Silver Spring Season 5 Map in der 2&2-Liga. Und aktuell Tabellenführer, ein Haufen Asche. Ungeschlagen. Nein, wollte ich gerade sagen. Nein, sind sie nicht. 6 Spiele, 4 Siege, 2 Niederlagen, 12 Punkte. Aber Tabellenführer. The Wolfpack aktuell auch mit einer positiven Bilanz. 2 Siege, 1 Niederlage, 4 Zähler. Also, die sind schon gut dabei. Ah. Denk mal, ich werde hier nicht so viel verraten. Was meint ihr? Also, Team Fulgin und Nerko. Krass. Achtet mal bitte jetzt ganz schnell. Also, Fulgin ist in Blau. Sein Teamkamerad Nerko ist in Rot unterwegs. Er fährt nämlich direkt gerade in die Mitte. War in der Mitte positioniert. Sein Konkurrent, der Ryder, auch sehr nah hier zur Mitte hin positioniert. Ebenso auch der Dogan. Also beide haben sich schon Gedanken gemacht, sind weiter in die Mitte gefahren ein bisschen. Aber am nächsten ist halt Nerko dran. Oh, Leute, das kann spannend werden. Also, was ist hier anders in der 2&2-Liga? In der 2&2-Liga dürfen die erst mit dem zweiten Bauruf nach 10 Minuten kommen. Der darf vorher nicht auf den Platz kommen. Und, ich könnte mir jetzt vorstellen, weil ich das eben Ryder gesagt habe, dass da Jack ein MBF von ihm will. Nicht, dass da Ryder jetzt auf den Gedanken kommt, gleich innerhalb der Cooldown-Zeit noch einen zweiten MBF zu bauen. Nicht, dass das so im Hintergedanken irgendwie drin ist. Ja, beobachten den Ryder mal. So ein bisschen nebenbei. Aber Nerko jetzt gleich auch schon mit der Raff. Der wird... Das Problemche... Ah, hat er erkannt. Direkt auch schon Silos gebaut. Muss er, sonst verpufft das alles, weil er schon direkt an die Gemfelds dran ist. Was macht sein Kontra in Fulgin? Er baut sich jetzt hier hinten fleißig auf. Und hier rechts, unten in der Mitte, Herr Dogan, auch mit der RAF gestartet. Großes Kraftwerk gebaut. Yo. Bei Dogan haben wir das immer... Ich finde es einfach so genial, weil Dogan bei uns bei Age of Empires ja auch in der Liga mitgespielt hat, beziehungsweise in den Live-Spielen. Fand ich das total geil, dass er immer sehr akkurat gebaut hat. Hat er auch damals in der Liga hier begonnen, sehr akkurat zu bauen. Immer so schön nebeneinander, auch immer eine Tesla dabei. Sehr, sehr wichtig. Also als Sowjet sollte man auch schon so die Tesla-Spulen bauen. Die sind halt sehr, sehr stark. Und das hat ihn auch echt immer gut vorangebracht. Mal sehen, ob er jetzt auch direkt hier wieder mit Tesla beginnt oder mehr in die Offensive geht und die Verteidigung hinten erstmal ein bisschen sein lässt. Aber man sieht immer Fulgin, der baut sich hier nämlich flächendeckend schön auf, damit er hier nämlich unten ans Feld rankommt. Ich denke mal, dass er dann Raff gleich schon im Bau ist. Ja, einen Bauhof können die ja so schnell noch nicht bauen, also dürfen sie noch nicht. Daher ist eigentlich das Wichtigste hier, sich vorzubauen. Nur aus der unteren Ecke, wie der Fulgin jetzt hier gerade positioniert ist, ist es sehr, sehr schwierig, hier sich nach oben zu bauen. Nämlich gar nicht. Also da kommst du nur weiter, wenn du mit dem Bauhof wegfährst. Das sieht hier beim Dogan ganz anders aus. Der kann direkt hier wirklich sehr weit sich hier nach rechts und links bauen. Rein theoretisch könnte er sich auch hier dran vorbeibauen. Aber so lange reicht die Cooldown-Zeit nicht. Und der Nerko hat richtig, richtig viel Kohle. Der kann hier gleich mit einer zweiten Waffenfabrik hier kommen und schon direkt auf Masse gehen. Sinniger wäre es aber jetzt nach der Waffenfabrik hier schon direkt auf eine nächste RAF zu gehen, weil die Gems, und das haben wir ja schon festgestellt, wenn man nicht akkurat dran bleibt, nicht nur bei den Gems, sondern auch parallel weiter nach hinten expandiert und an die Erzfelder rangeht, wird man irgendwann zum Midgame hin hier pleite sein, weil Schlachtfeld wird definitiv gleich die Mitte sein. Wobei gehe ich ein bisschen von ab. Wir haben aktuell nicht die Frontbase-Möglichkeit durch die Regelung des zweiten Bauhofs. Da geht das einfach nur, wenn sie mit einem Bauhof in die Mitte fahren. So, noch hat Nerko die Möglichkeit, hier alles abzufahren. Kommt auch schon mit Rockets. Ja, hast du viel Kohle, kannst du auch ordentlich verplempern. Wie sieht es hier rechts oben aus? Run Rider. Ja, zwei Raffinerien, aber ein bisschen zu weit weg. Vielleicht nochmal nach oben bauen, Pari. Und dann hier nochmal eine Raff bauen. Ja, das Gute ist halt die rechte Seite hier. Ja, der Ryder und der Dogan kämpfen hier gegen die linke Seite, gegen Nerko und den Fulgin. Und Nerko hat ja schon eine gewisse Stärke jetzt.
Guck mal bei Dogan rein. Er auch schon am Bauen hier mit Panzern. Und was ist mit Viljin? Aktuell noch sehr spartanisch unterwegs. Oh, was ist da oben los? Ja, Ryder hat sich da einfach mal hin positioniert. Was Nerko erst sehr, sehr gut macht, finde ich, dass er flächendeckend hier baut und sich auch weiter, also weiter expandiert. Oh. Da wurde jemand umgenietet. Ich glaube, das war der Ryder, der von Frigin umgenietet worden ist. Ich bin mir aber nicht sicher. Und Ryder hat eine Raff verkauft. Ja, okay, macht Sinn, ne? Die war ein bisschen trostlos da. Denn lieber eine Raff und mehr Sammler. Auf die Distanz ist das eher weniger, dass sie sich verkeilen. Ich sagte, auf die Weide ist das eher weniger, dass sie sich verkeilen. Und jetzt haben sie gerade begonnen, sich zu verkeilen, aber hat gerade noch geklappt. Oh Mann. Wieder so ein Hammersatz von Cutter. Sammler-Tango, genau. Ryder fährt sehr weit nach links. Und hier ist eine Masse vom Nerko unterwegs. Als auch vom Viljin. Wir haben 3,5 Minuten Cooldown noch. Also ein bisschen Zeit haben die noch. Aber sehr früh unterwegs. Guck mal, ich glaube, die wollen hier den Dogan erst aufs Korn nehmen. Er ist halt stärker. Oh, André, vielen, vielen Dank für die Bronzemitgliedschaft. Schön, dich zu sehen. Vielen Dank für den Support. Ah, er fährt tatsächlich hier nach unten. Also läuft, marschiert, im Takt. Ryder wieder mittendurch am Scouten. Hat er jetzt gemerkt? Oh, oh. Der Kollege ist ganz woanders. Er wäre gut bedient, wenn er die Front ein bisschen mehr abdeckt. Also er sollte wirklich hier alles abdecken. Weil Nerko wird, wenn, direkt frontal angreifen. Moin, Almi. Ah, wir gucken mal unten beim Dogan vorbei. Schön mit V2 auch wieder sehr akkurat abgestellt. Und da ist wieder die Tesla. So, Nerko unterstützt hier seinen Teamkameraden Fulgen schon in der Mitte. Der Fulgen baut sich hier in der Mitte jetzt nämlich auch auf, um an die Gems ranzukommen. Er hat zwar genug Kohle. Nerko hängt da ein bisschen hinterher, weil die... Ja! Er hat ein bisschen gepennt, das meinte ich ja zu Midgame, kriegst du echt ein Problem nachher, wenn er nicht weiter expandiert. Auch viel zu wenig Sammler jetzt. Es reicht nicht aus. Hier müsste er zum Beispiel noch mit weiteren Raft kommen. Oh, da eine Tanja. Und Viljin. Oh, was hat die denn vor? Von der mag ich ja gar nicht mehr abweichen. Die ist jetzt hier. Und da viele Schützen von Nerko. Ryder kann sich nicht entscheiden, ist wieder zurückgefahren. Aber gut gemacht von Nerko, hat hier oben nochmal eine Raff rangesetzt und eine Tesla. Dürfte jetzt wieder ein bisschen mehr an die Kohle rankommen. Was ist denn da los? Ach, das ist ein Krater. Ich dachte, das ist so ein Riss gewesen dahinter. Da war nämlich ein Schussfeld. Aber was macht der Viljin? Was haben die vor? Also, weiß nicht. Wollen sie jetzt hier den Dogan hier zuerst rausnehmen oder wollen sie gleich auf Ryder losgehen? Ryder positioniert sich ja so strategisch ein bisschen von hinten. Ja, mit Schützen. Okay, jetzt eine Minute Cooldown, dann ist vorbei. Wir dürfen die angreifen. Oh, oh, der erste Kreuzer. Ah, schon mal mit Auto. Also mit Setpoint. Oh, jetzt ausgerechnet innerhalb der Cooldown-Zeit fährt er hier durch. Es ist noch nicht Ende. Was ist da los? Was ist da los? Der Friedenspakt ist noch nicht vorbei. Junge, Junge, Junge. Da freuen sich die Schiris beim Durchgucken. Das ist ja auch so manchmal so ein Wettkampf bei den Chiris. Wer findet zuerst die gelbe Karte? Das wird spannend. Das wird spannend.
Ich glaube, das war eher, Ryder wollte, glaube ich, dahin fahren. Ich glaube, der wollte gar nicht angreifen. Aber jetzt ist Cooldown vorbei und der Erste, der angreift, ist jetzt der Fulgin. Ryder probiert es nochmal mit einer dezimierten Mannschaft. Das wird ihm nicht gelingen. Die Frage ist, was macht der Fulgin jetzt da unten? Nimmt hier den Bauhof raus vom Ryder. Oh, Ryder, ich hoffe, du hast eine Rap-Station vorher gebaut. Sonst kannst du den Bauhof gleich vergessen. So, Ryder, ein bisschen lost. Gleichzeitig hier unten auch beim Dogan und beim Fulgin hier richtig mega. Ryder oben Geschichte in der Base beim Nerko. Und Dogan mit der V2 wird er natürlich wenig Chancen haben. Die muss er handeln, sonst sind die halt schnelles Schlachtfeld. Ja, Fulgin oben. Oh, Waffenfabrik. Und Bauhof rausgenommen. Achtung. Also Fulgin aktuell für mich Matchwinner. Haut am meisten hier raus. Hier nochmal der Drop hinten. Kommt nochmal ein zweiter Drop. Irgendwo habe ich noch einen zweiten Drop gehört. Da oben. Aber wird auch rausgenommen. Achtung, Nerko wieder mit Schützen beim Ryder unterwegs. Oh, der Ryder sieht nicht gut aus. Wie ein Jung. Das könnte ein Quickie werden hier. Der eine. Der es macht. Der haut, guck mal, der haut die Raffen auch noch. So, Ryder kriegt Probleme. Nerko macht mobil. Und Nerko hat die Überhand von der Masse her. Dogan aktuell unten noch ungestört. Hat aber Geldprobleme. Kommt nicht so gut raus. Dogan probiert es mit einer kleinen Welle, da wird er nicht von Erfolg gekrönt sein. Und der Ryder ist hier gleich vom Platz gefegt. Das sieht nicht gut aus. Für das Team Wolfpack. Ja, Ryder verkauft. Ryder verkauft. Und Dogan wartet jetzt nur noch ab, dass er jetzt die nächste Welle abbekommt. Er versucht nämlich gerade nochmal offensiv vorzugehen, das reicht aber von den Einheiten bei weitem nicht. Oh, Nerko. Fährt schon eine kleine Panzerbrigade runter. Und Fulgin. Mit vielen, vielen Schützen. Nerko zuerst in der Base. Zieht aber zurück gegen der Tesla. Und Dogan verpufft hier, regelrecht. Jetzt kommt die große Welle oben. Von Nerko. Teil davon hat er abgesplittet, fährt runter. Okay, wir bleiben mal hier. Was sagt der Fulgin? Sammelt einfach nur. Dafür kommt Nerko jetzt hier mit den schweren Panzern durch. Und Ryder versucht mit den letzten Einheiten nochmal irgendwie irgendwo hinzulaufen. Und jetzt gibt's hier Twix. Nicht Ryder. Von beiden Seiten. Wobei hier Nerko noch sehr, sehr zögerlich ist. Ryder ist raus. Der ist raus vom Feld. Also runter vom Feld. Aktuell nur noch jetzt der Dogan. Und der kriegt jetzt mächtig Probleme. Ja, Dogan steht da sehr kompakt. Also die kompakte Weise, die hilft ihm schon. Nur ohne Kohle. Ja, könnte hier vielleicht nochmal ein bisschen versuchen zu decken. Aber das wird nicht lange halten. Ja, die Masse von Nerko ist schon imposant. Kommt auch noch einiges nach. Und jetzt geht Nerko
Ja, richtig viel Kohle auf dem Konrad in die Offensive. Ja, kurz zerschellt da im Moment noch ein bisschen. Nach und nach schafft er zwar was rauszunehmen, aber man merkt die starken Tesla da hinten und die Tanks da vorne, die halten das aus. Den Bauf hat er nach hinten gefahren. Ja, gleich kann er ein bisschen aufatmen. Produziert auch noch weiter Panzer. Ressourcen bekommt er hier durch untere Feld. Ja, könnte mal versuchen, ein bisschen zu expandieren. Aber für Gegenschlag reicht es nicht aus. Nur noch. Kann sich nur noch um Minuten handeln. Nächste Welle vom Nerko. Das ist ja wie Tower Defense hier. Sein Kollege der Fusion, habe irgendwie das Gefühl, da führt gar keine Bestrebungen mehr. Irgendwie passiert da nicht mehr so wirklich viel. Ah, so ein bisschen doch, ja. Jetzt hier nochmal die Waffenfabrik hin. Ja, wie viele willst du denn da noch bauen, bitte? Schande. Ja, es kann passieren, weil die V2 macht einen Flächenschaden. Mit der kannst du nicht immer genau sein. Kann passieren, dass man sich selber auch mal was rausnimmt mit der V2, allgemein mit Flächenschaden. Oh, Tesla Trooper. Ah, sie wollen nochmal zu guter Letzt hier zusammen hier angreifen, sammeln gerade, da haben wir auch noch eine Tanja. Ruhe vorm Sturm. Letzter Angriff. Sie sammeln sich. Viele Tanjas dabei. Viele Tesla-Trooper. Mittlere Panzer. Schwere Panzer. Aber sonst nichts anderes. Zieht die jetzt auch ein bisschen da hinten. Sogar geben sie jetzt hier ordentlich Zeit, hier wieder sich bereitflächig aufzubauen. Er repariert nämlich gerade den Bauhof. Hat aber keine Kohle. Und ihm geht das Money ein bisschen aus. Die Wege werden weiter. Also schwieriger. Es wird deutlich schwieriger jetzt für den Dogan. Ah, top von ihm, dass er noch die Stellung hält. Dass er hier noch nicht aufgibt. Und die beiden genießen das gefühlt. Die sammeln einfach, ganz gemütlich. Die geben Dogan noch eine Chance. Habe ich so das Gefühl. Ja. Der fiese Kreuzer. Ah, sind noch zwei. Ey, Jungs, jetzt mal im Ernst, was habt ihr vor? Also, ihr könnt doch schon längst da reinsensen. Der Dogan, der wird das doch nicht... Er hat schon Geldprobleme, das müsst ihr eigentlich auch wissen. Nee. Da wäre noch... Guck mal. Nochmal ein Mad-Panzer, hol die Zwiebeln raus. Minuten unentschieden? Nope, das glaube ich nicht. Die wollen einfach nur noch mal alles vorfahren, was sie können. Völlig übertreiben. Statt einfach mal reinzufahren.
Oh, der Mettpanzer fährt vor. Der Mettpanzer müsste hier hin. Wenn er hier ist, nimmt er sich selber hier raus. Hahaha, guckt euch die Tanjas an. Er lässt sich drüber streiten, ob er mit seiner Beute spielt. In der Regel sollte man das nicht tun. Nur die Könige der Tiere, die Löwen, die machen das gerne. Man spielt nicht mit dem Essen, genau. Logan hat das schon gesehen. Geil gemacht hier. Ja, er hat die Mettpanzer schon gesehen. Als auch die Tanjas. Ja, die Tanjas schlüpfen gerade durch. Da hilft auch der eine Tessa-Trupper, ne? Ja, Mettpanzer gleich durch. Tanjas durch. Mettpanzer gezündet. Oh, Mettpanzer hat reingehauen, aber nicht alle Gebäude. Warum geht er nicht aufs Kraftwerk? Ich versteh's nicht. Ah, und jetzt kommt All-In. Jetzt gehen sie rein. Oh, die letzte Welle. Im Team. Ein Haufen Asche. Und jetzt kommt das Sail von Dogan. Meine Lieben, das war das 2-2. Nach knapp 25 Minuten der Sieg für einen Haufen Asche. Da haben wir nochmal einen Drop aus der Kiste. Oder war das der Bow, den er nochmal gesaved hat? Ich glaube nicht. So, irgendwo ist der Dogan noch. Vertreten. Ich sehe ihn auf der Karte eigentlich gar nicht. Doch. Match ist vorbei, meine Lieben. Wir gucken uns mal die Stats an. Und ich denke mal, der Nerko dürfte hier von den Ressourcen ganz weit oben sein. Ja. Aber ganz dicht gefolgt von seinem Teamkollegen Fulgen. Und die beiden haben es nicht über 100.000 geschafft. Das war auch spielentscheidend. Das Geld. Wir holen die beiden Teams mal rein und quatschen mal ab. Yo-ho! Yo-ho! Na Ryder, was war das denn? Zu viel angegriffen. Ein bisschen, ja? Was geht hier ab? Das wäre eine ganz spannende Kiste, ey. Also für die Schiris, das durchzugucken, ey. Ja, und ich habe auch noch gesagt, hat der mich gefragt, ne, ist jetzt Cooldown? Nee, Junge, wir haben noch eine Minute. Oh, scheiße. Mein Teamkollege meinte nur so von wegen, ja, er greift an. Wie, er greift an? Wir haben pass mal auf, vielleicht war das ein Rekord mit gelben Karten, wer weiß. Wie, von unserer Seite aus, oder? Nee, vom Ryder. Ach so. Er ist doch da verfrüht rein, aber ich war eher der Meinung, er wollte zwar vorfahren, aber noch nicht angreifen. Das ist so mein Gefühl. Borderplan eigentlich. Ja, das ist so ungünstig. Da muss man so aufpassen. Ich weiß, es zockt so nervös. Also man ist so nervös mit den Fingern. Man will es unbedingt schaffen, aber ich glaube, das war schon zu kriselig. Ich habe ja mir extern nochmal einen Timer gestellt. Ich warte mal, bis die drei Dinger hochgehen und dann. Aber gut, das Spiel hat gut gewonnen. Und Dugan hat sich sehr gut verteidigt. Ja. Da hat sich die Kompaktbauweise mal wieder als wirklich sehr gut herausgestellt. Und allgemein kann Sowjets eigentlich alle mal so eine Kompaktweise machen, aber machen so wenige. Ja, also war ja dein Angriff wäre auch gut gewesen, wäre nicht so früh gewesen. Weil du kamst echt von allen Seiten. Ich musste mein Baufeld hast du rausgenommen, den ersten. Also so ist das nicht. Ich habe mich auch schon beim ersten Mal verklickt. Ich wollte eigentlich
so eine Idee vom Bau schicken, aber man hat auf den Bau drauf geklickt. Ohne es zu checken. Der typische Verklicker, ja, ich kenne das. Das passiert ganz, ganz schnell mal. Ja, ich fand's auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Spiel und ich meine, ihr beide, Ryder und Dogon, ihr habt wirklich, ihr könnt. Welche Heimmap habt ihr genommen? Afrikanstein. Ah, okay. Ihr habt eine sehr offene Maps genommen, ne? Ihr habt eine sehr offene Map genommen, genau. Schlecht steht ihr in der Liga-Tabelle absolut nicht. Also ihr könnt da einiges reißen, ne? Also. Ich hatte auch Glück mit dem Spawnpunkt oben, ne? Also wirklich. Ja, ich finde auch, dass ich Glück hatte. Ich hatte ja meinen Lieblingspunkt erwischt. Aber ich hätte schlecht erwischt. Deshalb bin ich immer vorgefahren. Zu den großen R12. Ja, ich hatte den kürzesten Weg, glaube ich, gehabt. Also auf jeden Fall. Auf jeden Fall sehr, sehr schönes Match. Gut, meine Lieben. Vielen Dank. Dann schiebe ich euch mal nach oben. Dann legen wir gleich los mit dem nächsten Match. Und ich wünsche euch noch allen auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Jupp, danke. Jo. So, meine Lieben. Nochmal eben eine Minute Pause und dann geht's hier wieder weiter mit dem nächsten Spiel.